Herzlich willkommen bei Mattes Morgens Blogger der Welt. Heute geht es um die Gangtour. Liont hat jetzt offen und ehrlich seine Wahrheit über die Gangtour in einem Video veröffentlicht. Und ich fand das mal ganz interessant, was er da so gesagt hat. Denn ich habe aus verschiedenen Lagern auch schon gehört, dass das teilweise ziemlich krass damals war. Und ich finde es auch ziemlich interessant, was er da so gesagt hat und wollte das für euch hier mal zusammenfassen. Für alle, die mit Liont überhaupt nichts anfangen können, er hat 1,7 Millionen Abonnenten auf YouTube und war zwischen 2013 bis 2015 vielleicht sogar der gehypteste YouTuber auf dieser Plattform, denn er hatte sogar ein Nummer 2 Album mit Löwenkind veröffentlicht und ist dann auch mit Dagi B auch zusammen gewesen und hat die auch mit hochgezogen. Auch eine Bibi hat ihm sehr viel zu verdanken oder auch eine Melina Sophie, und daraus ist eine Gang entstanden aus verschiedenen YouTubern, die viel miteinander gedreht hat in der Zeit, viele virale Videos auch abgeliefert hat, auch ein GM Bam war mit dabei, und Liont hat sich jetzt sehr kritisch über die Gangtour auch geäußert und auch über einige, ja, gesprochen dort in der Zeit, und ich fand das sehr interessant, was da alles so passiert ist. In dem Video von Liont, was ich unten für euch auch verlinken werde, spricht er darüber, dass es die schlimmste Zeit in seinem Leben war. Er war zwar ultra erfolgreich mit der Gangtour, aber auch mit seinem Album, was er auf Platz 2 geschartet ist, wie gesagt. Aber auf der anderen Seite gab es auch den Diss-Track von Gio, der viral gegangen ist damals und für sehr viel Hate auch gesorgt hat in der Szene. Und viele haben sich auch in der Zeit distanziert. Es kam ja auch zu der Trennung zwischen Dagi B und ihm. Und viele von seinen vermeintlichen Freunden haben dann nicht mehr auf der Gangtour mit ihm geschillt, beziehungsweise haben auch darauf geachtet, dass er nicht in den Vlogs, die ja gleichzeitig auch hochgeladen wurden, erschienen ist. Und das ist schon ziemlich heftig, denn viele auf der Gangtour haben ja auch durch ihn profitiert, denn er hatte eigentlich den meisten Hype zu der Zeit. Von daher finde ich das schon relativ heftig, dass dann Leute so eklig werden. Liont nennt auch explizit die Leute, die zu ihm gestanden haben während der Gangtour, unter anderem Julian Bam, Dagi B, Melina Sophie und die Außenseiter, die werden nochmal hervorgehoben. Es gab auch wohl noch einige andere, aber er nennt doch explizit einige Namen nicht, und wenn man sich so die Bilder anguckt, kann man schon deuten, wer da wahrscheinlich zu den Leuten gehört hat, die sich ein wenig von ihm distanziert haben. Zumindest charaktertechnisch würde ich das einigen zutrauen auf diesen Bildern. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber ich denke, manche von euch können ja mal unten spekulieren, wer das so sein könnte, wer nicht mehr mit Liont abhängen wollte. Liont spricht auch darüber, was er heutzutage mit dem Hype anders machen würde. Er würde ganz offen auch seine Probleme ansprechen. Und sowas finde ich auch sehr wichtig. Ist aber momentan auch ein Trend. Zum Beispiel ein Unge, der ein sehr gutes Video hochgeladen hat, wo er auch darüber spricht, wie er mit dem Tod seines Vaters umgegangen ist und umgeht. Und auch Vic hat ein gutes Video dazu hochgeladen. Beide verlinke ich euch auch unten. Da wird auch über Ängste gesprochen. Und ich finde das immer sehr wichtig, dass die Leute auch mal ganz ehrlich sagen, was die so bewegt. Und wenn man Probleme hat, sollte man das auch ehrlich aussprechen. Das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und man sollte auch als YouTuber mal sagen, wenn es einen scheiße geht. Von daher finde ich das immer sehr, sehr gut, wenn sich auch gerade größere YouTuber das mal trauen. Des Weiteren sollen auch die Zustände während der Gangtour ziemlich anstrengend gewesen sein, denn die waren ja alle in einem Bus unterwegs. Und wenn 15 Leute in einem Bus unterwegs sind, dann kommt es wahrscheinlich auch, ja, zu Problemen dort. Auch hygienisch ist das ja nicht sonderlich cool. Jeder, der schon mal gecampt hat, weiß, dass das auch nicht so richtig cool ist. Und es wurden auf der Gangtour auch Leute bekrapscht und Leute auch, ja, bedrängt, und das war wohl relativ krass auch von den Fans teilweise. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Auch eine Luna Darko hatte schon mal ein Video darüber gemacht und darüber gesprochen, wie das auf der Gangtour wirklich ablief und dass das wirklich ein Chaos war zu dem Zeitpunkt, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Damals war die Hysterie wirklich sehr groß. Das war ja wirklich so, als wenn die Backstreet Boys in den 90ern unterwegs waren oder andere Boygroups. Es war wirklich ein riesiger Hype. Viele Leute sind auch auf die Gangtour gegangen. Die Leute haben auch sehr viel Geld damit verdient, aber er meinte, im Umkehrschluss sei das wirklich nicht ausreichend gewesen zu dem, was man da an Stress und auch an Problemen im Nachhinein hatte. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Als Fazit würde ich ihn auch hier gerne mal zu einem Talk einladen. Vielleicht hat er ja grundsätzlich mal Bock, über die ganzen Zeiten da zu sprechen. Ich finde, er macht sich auf jeden Fall momentan ganz gut. Er zieht seinen Twitch durch und lädt auch seine Videos wieder jede Woche hoch, und von daher wünsche ich ihm auch nichts Schlechtes. Hat auf jeden Fall eine schwere Zeit durchgemacht und hat vielen auf YouTube geholfen, und so unsympathisch scheint er auf jeden Fall nicht zu sein. Das ist zumindest meine Einschätzung, ganz aus der Ferne. Schreibt eure Meinung sachlich unten rein. Bis bald und ciao, ciao.